Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler, ich bin der Micha und in dem Video baue ich mir eine Ladestation. Und zwar will ich damit folgendes Problem beseitigen. Je nachdem wie viele Akkugeräte oder Ladegeräte oder Sachen ihr ständig irgendwo an der Steckdose habt, schaut es wahrscheinlich bei euch ganz ähnlich aus wie bei mir. Ich habe verschiedenste Ladegeräte, habe die Akkus dazu und so weiter und es ist einfach, es liegt ständig irgendwo da rum, wo ich eigentlich gerade arbeiten will und deswegen habe ich mir jetzt was überlegt, wie ich das besser unterbringe. Ja, und ihr wisst ja, ich bin nicht so der spontan einfach irgendwelche Bretter schneidet und zusammenklebt und dann passt es, sondern bei mir ist es eher so, ich muss es wirklich detailliert vorausplanen. Deswegen habe ich mir einen Plan gemacht. Der ist sehr, sehr detailliert diesmal. Also ich habe wirklich alles ganz, 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 ganz genau geplant. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass es auch so funktioniert. Also fangen wir an. Ich habe mir für das Projekt eine Leimholzplatte einfach besorgt aus dem Baumarkt. Also einfachstes, günstigstes Holz. Und ich fange jetzt mal an mit der Platte, mit der Montageplatte, wo dann am Ende die Geräte draufgeschraubt werden. Also wenn man so drauf schaut, also genau diese schräge Platte, die da so schräg drin sitzt. Wenn man es seitlich anschaut, dann sieht man es, so ist die Seitenansicht. Also hier soll es dann so schräg zulaufen. Die Breite wird insgesamt 45 cm. Ich brauche jetzt oben und unten an der Schräge brauche ich eine Gärung für die Übergänge. Deswegen schneide ich mir jetzt erstmal die Breite, die 45 cm ab. Also ich muss sagen, seit ich meinen Tisch hier an die Seite geschoben habe, habe ich viel mehr Platz zum Arbeiten. Ich frage mich, warum ich das nicht schon früher gemacht habe. Ich konnte den Anschlag, wie ich die Tischkreissäge sonst immer andersrum stehen gehabt habe, konnte ich den Auszieh-Tisch, keine Ahnung, wie das Ding hier heißt, den konnte ich vorher gar nicht ganz nach außen schieben. Jetzt funktioniert es wenigstens. Aber der schönste Platz nützt da leider nichts, wenn du danach merkst, dass die Tischkreissäge leider das falsche Werkzeug dafür ist. Ja, das Problem ist halt einfach, es ist halt eine lange Platte und in dem Moment, wo ich schiebe, verdreht sich alles. Das heißt, dafür braucht man wahrscheinlich normalerweise eine Formatkreissäge. Mir ist es zu gefährlich so, deswegen nehme ich jetzt die Handkreissäge. Ich muss sagen, als ich angefangen habe mit Holzarbeiten und mit dem Kanal hier, da habe ich bei vielen Sachen dann einfach so gearbeitet, dass ich mir gedacht habe, ja, es geht schon. Also da hätte ich jetzt das wahrscheinlich mit der Tischkreissäge gemacht. Aber man geht dann immer Risiko ein bei sowas. Und mittlerweile, wenn man sich so ein bisschen mehr damit beschäftigt, mit der ganzen Materie-Thematik, dann wird einem irgendwann klar, dass die meisten Unfälle so passieren, dass irgendjemand sagt, das ist mir noch nie passiert. Ja, und deswegen bin ich mittlerweile lieber vorsichtig und sage, okay, dann hole ich mal halt einfach das Zeug jetzt erstmal her. Dauert vielleicht alles 5 Minuten länger. Aber ich habe danach halt wenigstens die Sicherheit, dass ich noch alle 10 Finger habe. So, jetzt schneiden wir uns noch eine Gärung ran. Laut meiner Berechnung müsste ich jetzt eine 60-Grad-Gärung daran schneiden. Und da bin ich einmal gespannt. 60 Grad kann ich doch gar nicht schneiden. Naja, nicht 60 Grad. 30 Grad, oder? Also wie schon gesagt, müsste ich mir da jetzt eine 30 Grad Gärung ranschneiden. Ja, Pläne machen ist ja eins, ne? Aber man muss sie da natürlich auch lesen können. Also wenn ich ehrlich bin, bin ich mir nicht so ganz 100% sicher, ob das passt, was ich da jetzt mache. Aber ich säge erstmal. Also so falsch kann es nicht sein. Es schaut genau so aus wie auf dem Plan. Also ich habe jetzt natürlich gleich alle Gärungsteile zugeschnitten. Das eine kommt unten hin. Das kommt oben hin und das wird dann der Deckel so insgesamt. So, also das soll dann so schräg sein und auf dieser Platte sollen dann am Ende die,
Ja, die ganzen Akkuladegeräte und was weiß ich alles drauf. So, jetzt brauche ich natürlich die Seitenteile noch, die dann dazu passen. Ich blende es euch nochmal kurz ein. Jetzt habe ich die grobe Form, also das grobe, also die Länge mal Breite, habe ich mir jetzt schon mal ausgesägt. Und jetzt zeichne ich mir das an und werde es dann mit der Bandsäge wahrscheinlich, ja, ich werde es mit der Bandsäge aussägen, wahrscheinlich. Ja, ich mache es mit der Bandsäge. Weil ich überlege immer, also eigentlich ist es ja prädestiniert für die Bandsäge. Das Problem ist, jetzt habe ich gerade wieder das dünne Blatt auf der Bandsäge. Das heißt, jetzt muss ich die Bandsäge wieder aufmachen, muss das ganze Sägeband, Blatt, was auch immer, wechseln. Das ist halt immer aufwendig. Deswegen scheue ich das immer. Aber naja, okay. Im Übrigen habe ich größten Respekt vor allen, die sowas ohne Plan machen. Das wäre für mich überhaupt nicht denkbar. Logischerweise will ich mir das natürlich nicht zweimal anzeichnen und es soll ja auch wirklich, beide Seitenteile müssen ja gleich sein irgendwo, deswegen klebe ich mir jetzt die einfach so ein bisschen zusammen und säge sie dann auf einmal aus. So, das hat besser funktioniert, als ich mir das gedacht habe. Schauen wir mal, ob es. Ja, geht ja wieder auseinander. Alles prima. So, sehr schön. Dann haben wir die Seitenwände, dann haben wir die Frontblende, die ich dann nur noch zusammenkleben muss. Und dann fehlt nur noch der Boden und die Rückwand. Ja, und die schneide ich mir jetzt zu. Und dann können wir es schon zusammenkleben. Also ich bin stolz wie Bolle. Ich meine, dass ich jetzt alles richtig gesägt habe. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie verleimen. Also der Plan ist, dass es so jetzt hier zusammengeleimt wird, diese Teile. Und ja, nur leimen ist blöd. Deswegen nehme ich jetzt Dübel. Ich nehme das Ding wieder von Wolfcraft, diese Dübelhilfe, Dübellehre. Keine Ahnung, wie das Ding eigentlich heißt. Viele haben mittlerweile so eine Lamello-Fräse oder so eine Flachdübelfräse, um das zu verbinden. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist. Im Moment mache ich noch zu wenig Teile, glaube ich, dafür. Aber jetzt zeichne ich mir erst mal an, weil ich weiß ja, dass ich nicht sehr konzentriert arbeite, zeichne ich mir erst mal an, wo die Dübel tatsächlich dann rein müssen. Meistens ist es ja so, dass ich erst in einem Video erzähle, dass ich das alles nicht brauche. Und 3 Wochen später habe ich das Werkzeug dann. Aber ich glaube echt, also, naja gut, für was ist es gut? Für, wenn man Leimholz macht, glaube ich, macht es Sinn, weil ich dann einfach ja, die Bretter aneinander fixieren kann, dass sie mir nicht verrutschen. Wenn ich viel Möbel baue, macht es wahrscheinlich auch Sinn. Bei dem Teil jetzt hier wäre es sicherlich auch nicht schlecht gewesen, wenn ich eine Flachdübelfräse hätte. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Naja, wie auch immer. Ihr seht, dass ich jetzt wieder meine Einspannhilfe verwende. Gerade für solche Sachen ist das Ding optimal. Man kann damit halt einfach mal schnell irgendwas festspannen, auch wenn man jetzt eigentlich am Tisch nichts zum Festspannen hat. Und das ist halt gerade, wenn ich jetzt mal von oben irgendwas machen will und gerade bei den Dübelfräsen ist es halt so, dass man von oben daran geht, da macht es echt Sinn, da ist das echt, echt eine super Hilfe. Wie ich das Ding gebaut habe, verlinke ich euch oben in der Ecke. Der Vorteil von so einer Flachdübelfräse ist ja, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, dass man halt nicht zu 100% genau arbeiten muss. Das muss man natürlich hier bei solchen Dübeln schon, weil wenn ich da 2 mm daneben bin, dann passt es einfach nicht mehr. Ich habe es mal bis jetzt auch nur grob vorgezeichnet, habe mal markiert, welche Bretter das zusammengehören. Und jetzt mache ich mal einfach die Striche her, wo die Dübel dann genau sitzen, an welcher Stelle. Und wenn man erst nachdenkt und dann arbeitet, dann fällt einem auch wieder ein, dass man es da gar nicht so genau anzeichnen muss. Also, der Meisterdübler funktioniert folgendermaßen. Erstmal braucht ihr einen tiefen Stopp für euren Bohrer. Ihr könnt euch auch so Klebebandfähnchen ranmachen, halt einfach
dass der nicht komplett voll tief reinbohrt. So, und dann legen wir das Ding so an. Und zwar haben wir hier drei verschiedene Löcher, ein 6er, ein 8er und ein 10er. Und wir müssen das jetzt so anlegen, dass das Brett genau hier vor dem 8er Loch ist. Das heißt, in meinem Fall so, oder zum Arbeiten besser rankommt, so. So, und dann habe ich gewährleistet, dass ich genau zentriert in der Mitte von dem Brett hier bohre. So, meine Bohrertiefe habe ich mir schon eingestellt. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nichts anderes machen, als das Ding festhalten. Und das war's. Und dann habe ich hier mein erstes Dübelloch und die Gegenseite machen wir dann wie folgt. Für das Gegenstück brauchen wir jetzt den Anschlag da hinten. Und zwar nehme ich jetzt einen Dübel, den stecke ich mal in irgendeins von den Löchern rein. Und jetzt gehe ich mit genau dem 8er Loch hier auf diesen Dübel drauf. Und dann schiebe ich einfach hinten das Teil bis an die Platte ran und drehe es oben fest. So, jetzt habe ich mal da drei Dübel reingesteckt gleich. Steckt sie nicht so fest rein, weil die sind ja jetzt noch nicht geklebt. Und die lege ich mir auf das Brett drauf, wo ich hier die Löcher reinmachen möchte. Und dadurch, dass ich das jetzt hier eingestellt habe, kann ich das hier anlegen und kann es eben genau anhand dieser Leere jetzt ausrichten. Schauen wir, dass es überall gleich ist. Und genau in der Position spanne ich mir das dann hier einfach am Tisch fest. Wichtig ist dann, den Tiefenanschlag aufs neue Maß einstellen. Ansonsten komme ich nämlich auf der anderen Seite durch vor der Platte. Und dann stecke ich einfach den Spalt, der hier ist, beim 8er Loch, über den Dübel drüber, schiebe es bis an Anschlag und bohre einfach oben durch. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann sollte das jetzt eigentlich ganz genau passen. Und wenn man sich das mal hier so anschaut, dann muss ich echt sagen, dass das richtig gut geworden ist. Und der Rest ist jetzt einfach nur noch Fleißarbeit und die restlichen 840 Dübel, die ich da reinmachen muss. Naja. So, viele, viele Dübel später bin ich jetzt endlich soweit. Ich glaube, dass ich alle habe. Ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen, weil ich in einem meiner ersten Videos mal einen Kommentar bekommen habe. Da hat jemand gesagt, was bist du für ein schlechter Handwerker, weil ich mein Werkstück auf die Werkbank gelegt habe und da lag noch was drunter. Ja. Und ganz ehrlich, über solche Kommentare, da habe ich mir am Anfang echt Gedanken gemacht. So, jetzt stecke ich erstmal alles trocken zusammen, einfach um zu sehen, ob auch wirklich alles passt, bevor ich dann Leim ranschmier. Macht es immer Sinn, wenn man sich das alles mal ohne Leim... Ich bin jetzt echt froh, dass ich das alles nummeriert habe. Wenn man sich das alles ohne Leim mal zusammensteckt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe hier und da vielleicht so einen kleinen Fehler gemacht. Da habe ich dann halt einfach das Loch ein bisschen falsch gebohrt. Aber es war menschliches Versagen. Und dann habe ich halt einfach den Dübel an der Seite abgeschnitten und habe man an einer anderen Stelle gesetzt. Spielt jetzt nicht so die große Rolle, an welcher Stelle das der Dübel genau ist. Hauptsache auf der anderen Seite ist er halt an derselben Stelle. So. Passt. So. Ich finde, dass das ganz gut ausschaut bis jetzt. Jetzt verklebe ich die Teile alle miteinander und dann mache ich den Deckel. Sollte sich übrigens irgendjemand dafür interessieren, warum ich hier zusätzliche Löcher vorgesehen habe, das geht euch gar nichts an. Offensichtlich reicht es nicht aus, wenn man einfach nur einen schönen Plan zeichnen kann. Man muss ihn auch lesen können. Und ja, deswegen habe ich halt einfach falsche Dübellöcher gebohrt. Naja. Bevor ich jetzt die Leisten an den Deckel daran klebe, will ich mir erst die ganzen Löcher und so bohren, die ich da drauf brauche. Ich brauche irgendwas, wo ich die Kabel dann durchführen kann. Und jetzt will ich erstmal ausrichten, wo es in etwa ungefähr hin soll. Die festen Ladegeräte, die ordne ich mir jetzt halt einfach irgendwie da auf dem Ding an. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich aufpassen muss, das ist ja so ein Steckerladegerät. Und da möchte ich mir jetzt hier einfach an der Stelle eine Steckdose reinmachen. Das heißt, hier wird ein Loch durchgebohrt, wo dann eine so eine Hohlraumdose reinkommt. Ja, und dann kommen hier die zwei Dinger noch hin. Ja, und das war's eigentlich schon. Und dann mache ich da oben und unten noch so einen kleinen Schlitz rein, wo ich dann die Kabel durchführen kann, dass die dann einfach unten drunter rauskommen. So, jetzt zeichne ich mir das alles mal ein bisschen an.
Also ich brauche das brauche ich nicht. Ich schraube das erst fest, wenn ich dann tatsächlich das Ding fertig habe. Aber jetzt geht es erstmal darum, wo ich die Schlitze mache für die Kabel und wo ich das Loch für die Steckdose bohre. Ja, im Grunde ist es jetzt auch keine riesengroße Sache, wie immer heißt. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. Best friend, an apologetic text, he says to come over. Well, the whole damn town has been waiting for the day. Ihr habt gesehen, ich habe die Langlöcher nicht mit einer Fräse gemacht, sondern ich habe sie per Hand gemacht. Das heißt, ich habe sie einfach vorgebohrt und habe sie dann mit einem Stechbeitel und einem Stemmeisen gar ausgestochen. Warum habe ich das gemacht? Naja, ganz einfach. Man kann das ja über Einsatzfräsen machen. Das heißt, ich nehme das Teil und setze es auf den Fräser auf. Aber ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich da extrem unwohl dabei. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach noch nicht so viel Erfahrung mit dem ganzen Thema habe. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass mein Frästisch-Provisorium, das ich ja gebaut habe, nicht optimal ist. Es könnte aber einfach daran liegen, dass meine Fräser unter aller Kanone sind, weil das 10 Jahre altes Set ist, das ich mir irgendwann mal aus dem Baumarkt gekauft habe. Und genauso gut sind diese Fräser dann halt auch. Und ich glaube, das macht einfach keinen Sinn, wenn man sich nicht sicher fühlt mit sowas. Dann braucht man nicht anfangen und sich in einer Gefahrensituation begeben, die nicht unbedingt sein muss. Ich klebe mir die Teile jetzt einfach hier ran, wie man Gärungen verleimt. Ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Ich kann euch die 840 Videos, wo es darum geht, oben verlinken oder auch nicht. Ich montiere mir jetzt die Sachen drauf. Ich habe es über Nacht trocknen lassen. Das ist jetzt auch relativ stabil. Ich zeige euch aber nicht, wie ich das montiere, weil das hat mit Strom zu tun. Und ihr wisst ja, die Elektriker in unserer Community, die drehen voll am Rad, wenn jemand anders nur das Wort Strom in den Mund nimmt. Naja, okay. Und ihr müsst wissen, wenn ihr sowas aufschraubt, der Strom, der da drin ist, der springt manchmal raus und beißt euch. Das heißt, macht wirklich nur was, wenn ihr wisst, was ihr da tut. Außerdem verliert er natürlich die Gewährleistung, wenn ihr so ein Gerät aufschraubt und versprecht damit euer Erstgeborenes der Firma Bosch. Deswegen zeige ich es euch nicht. Egoistisch wie ich bin, habe ich jetzt ganz viel alleine gemacht, ohne Kamera, aber ich erkläre euch jetzt mal, was bis jetzt passiert ist. Also hier hinten habe ich mir ein Klavierband dran geschraubt, ganz einfach, damit ich den Deckel hier hoch und runter klappen kann. Und auf der anderen Seite schaut es jetzt mittlerweile so aus. Also ich habe hier die Steckdose, ich habe hier meine Ladegeräte verteilt, die habe ich mit Doppelklebeband, da habe ich mir so eine Trägerplatte, weil ansonsten tue ich mir ein bisschen hart, das zu verschrauben. So, und jetzt zeige ich euch, wie es innen ausschaut. Also es ist alles so gemacht. Auch die Steckdose ist so gemacht, dass ich da einen Stecker dran habe. Das heißt, ich brauche jetzt irgendwas, wo ich diese ganzen Stecker alle unterbringen kann. Und da habe ich mir zuerst gedacht, ich nehme eine Steckdosenleiste und schraube die auseinander und mache dann die Anschlüsse einzeln schaltbar. Dann habe ich mir Schalter gekauft, die ich hier hätte verwenden wollen. Und das war dann aber alles irgendwie so, dass ich gesagt habe, puh, ist mir zu gefährlich, kenne ich mich nicht aus, ging nicht. Und dann habe ich einen Tipp von einem Zuschauer bekommen. Und zwar eben zu so einer Steckdosenleiste, die einzeln schaltbare Steckdosen hat. Und die montiere ich mir jetzt da unten rein. Die kommt genau hier an den Rand hin und deswegen ist die Höhe hier nämlich genauso ausgemessen, dass ich dann prima zu den Schaltern hinkomme. Aber jetzt brauche ich erstmal ein Loch, wo das Kabel hier auf der Seite dann rauskommt. Und das bohre ich mir jetzt.
Außerdem hat die Steckdosenleiste hier auch schon Löcher, wo ich es eben jetzt festschrauben kann. Das ist auch nicht selbstverständlich, habe ich gemerkt. Also nicht jede Steckdosenleiste hat auch Befestigungslöcher. Also ein bisschen drauf aufpassen. Ich verlinke euch diese Leiste unten in der Videobeschreibung. Falls ihr euch auch sowas Ähnliches bauen wollt, könnt ihr euch die direkt bei Amazon bestellen. Ich habe die Kabel jetzt mit Kabelbinder so ein bisschen zusammen gemacht, dass ich da wenigstens so einigermaßen Ordnung drin habe. Und wenn ich es jetzt zuklappe, dann seht ihr, dass ich da vorne die Leiste habe und ich kann einfach jedes einzelne Ladegerät an- und ausschalten, wie ich es möchte. Warum will ich die an- und ausschalten können? Naja, ich bin eher so der Typ, dass ich auch mal einen Akku einfach drin stecken lasse, auch wenn er voll ist. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn der dann ständig unter Ladung steht. Ich glaube, die da können das mit Sicherheit ab. Bei denen wäre ich mir dann immer so sicher. Das mit der Steckdose gefällt mir auch sehr, sehr gut. Jetzt mache ich mal hinten eine French-Cleat-Leiste ran und hänge es noch an die Wand. Dann kriegt ihr noch ein paar Gesamtbilder. Aber ansonsten war es das jetzt für dieses Projekt erstmal. Was noch kommt, ist die Schublade. Die wird irgendwann noch kommen. Die mache ich aber nicht jetzt gleich. Das wird ein extra Video mal werden, weil ich möchte an dieser Schublade mal so ein bisschen Verbindungen probieren. Schwalbenschwänze, Tinken, keine Ahnung. Alles mit der Hand, was ich da machen möchte. Und deswegen wird es für dieses Video einfach zu viel. So, ihr kriegt gleich noch ein paar Bilder. Ich hänge mir das Ding jetzt auf. Und ich sage aber jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert unten bitte unterm Video. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr wisst es ja alles. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Holzbastler. All my friends are still talking about drugs, saying feels like heaven come and feel like us. All my friends are out drinking us dry, staying up till seven, still on a buzz. I wanna taste the honey, it feels like it's real but it's not true. I can't be sure, now my eyes are bloody.